Hallo YouTube, hallo Zocker, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt, Prisenarchitekt in der Alpha 31. Wir sind hier wieder in unserem super duper 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 super Knast und ich hoffe, die Durchsuchung ist bald rum. Ach ja, was ein Tag. Ist mal wieder einer rum. So. Gute Laune, Spaß dabei. Das ist heute mein Motto. Ja, aber ob ich es umsetzen kann, weiß ich noch nicht. Ich bin noch ein bisschen gefangen in so ein paar Sachen, aber es klärt sich gerade alles. Es wird bald wieder anders. Ich habe bald wieder die Zeit, mich hier um meinen Kanal zu kümmern, wieder gescheite Videos zu machen und den anderen Kram da auszublenden. Das, was mir momentan nicht so wirklich gelingt, bald haben wir es geschafft. So. Bäumchen werden gefällt und gesät. Ja, wir haben hier mittlerweile, das sieht aus, als hätte einer irgendwie mit einer Artillerie drauf geschossen. Das sieht aus hier wie so ein, keine Ahnung. Unglaublich sieht das aus. Ich glaube, wir müssen hier mal neues Gras legen. Guckt euch das mal an, wo der überall neues Gras legen muss. War nicht normal. So, und neuen Kies müssen wir legen. Auf Kies baut er Tannen, echt jetzt? Sind wir mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. So, was haben wir heute vor? Es gibt Essen. Das ist immer gut. Plötzlich haben wir 6000 Gewinn. Wo kommen die her? Von den Gefangenen oder was, die wir hatten? So, wir haben Kapazität 72 Gefangene niedriger Kapazität. Wir haben 68 im Knast. Heißt, wir haben 4 zu wenig. Da kann ich mit leben. Dann haben wir 68 Kapazität für die normalen Gefangenen. Da haben wir 59 im Knast. Das sind 9 zu wenig. Kann ich auch noch mit leben. Kapazität für hohe Sicherung 42. Da haben wir 28. Also das ist ein bisschen wenig, oder? Das sind über 10. Da sollten wir eventuell nochmal irgendwie 10 Stück kommen lassen. Die haben wir wieder. Sag ich mal. Kleinganoven, Schwerverbrecher, das haben sie abgeändert. Patch. Das Audio. Patch der Sprachdatei, so. So, wir lassen nochmal 10 Stück kommen. 8 Stunden kommen die. Gibt 10.000. Wow. Die nehmen wir wieder mit. Dann haben wir hier hinten auch noch ein bisschen Platz. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir das stationiert? Wir haben noch nicht stationiert. Hohe Sicherung. Dann brauchen wir da natürlich noch Patrouillen. So, machen wir eine. Lassen wir die durchgehend laufen. Ach komm, lassen wir die durchgehend laufen. Was soll's. So, dann stellen wir da oben, stellen wir noch einen Bewaffneten rein. Am besten auch hier an dem Punkt. Zack, ein Bewaffneter. Dann brauchen wir noch Hundis, die drumrum marschieren. Ich würde sagen, das reicht, wenn der irgendwie so hier drumrum marschiert. Der hier macht ja komplett drumrum und dann brauchen wir hier auch nur einen. Also wenn hier einer rausgräbt, dann kommt er hoffentlich irgendwo hier vorbei und wird von Hundis erschnüffelt. Hoffentlich. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß es auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. So. Die Jungs, die haben ganz viel Holz verkauft, wenn ich das richtig sehe. What the f... Wollen die mich schicken? Exporte von gestern. 141.000. Also werden Exporte doch reingerechnet. Ich blicke gar nichts mehr. Auf jeden Fall haben sie alles verkauft. Wunderbar. Wir haben voll die Kohle gemacht. Wir haben 300.000 und ich weiß nicht, wohin mit der Kohle. Kapazitäten ausbauen. Nee. Land kaufen. Da oben haben wir Land gekauft. So, wir machen mal hier einen Zaun hoch. Und wir machen mal hier einen Zaun hoch.
Bin mal gespannt, ob das funktioniert. So, und wir machen mal hier so eine Tür rein. Nach dem Motto, nicht, dass ihr euch einsperrt, dass ihr noch irgendwo einen Ausweg findet, gibt es hier noch eine Notfalltür, dass sie im Zweifelsfall raus können. So. Ja, hier schieben sie die Sachen auf die Seite, aber räumen sie nicht weg, da liegt Chaos. Wie machen wir das denn am besten? Ich bin gerade am Überlegen, wie machen wir das am besten, dass wir den Kram hier wegkriegen? Da liegen dreckige Gefangenenuniformen. Die müsste doch irgendjemand abholen können. So, ich habe irgendeine Kamera, hätte ich am falschen Monitor. Das fällt mir gerade noch ein. Hat mir jemand geschrieben? Irgendeine Kamera hätte ich am falschen Monitor. Ich bin jetzt gerade am Gucken. Der untere Monitor versorgt die beiden Kameras. Der obere Monitor, der macht Chaos. Der ist inaktiv, weil keine Wache da ist. Okay, dann kann es ja nicht funktionieren. Aber ansonsten, also ich finde, die sind alle richtig angeschlossen, die Kameras. Ich weiß jetzt nicht. So, jetzt ist einer da. Ja, muss keiner blicken. Passt schon. So, jede Sicherheitsstufe wird hier drüber geregelt. Das sind, glaube ich, hier die großen Tore, ne? Die fahren dann nachts immer zu. Da können dann nur noch Wächter aufschließen, aber so standardmäßig soll da keiner rauskommen. Da sollten wir vielleicht mal hier die Tür auf normal schalten. Sonst funktioniert das auch wieder nicht. So, und dann wird es irgendwann freigeschaltet. Hier hinten bin ich am Überlegen. Ja, da ist eigentlich so ein Ding da dran. Da müsste ich normalerweise auch zumachen. Ist das angeschlossen eigentlich? Oh Mann, ey, wenn ich mal eine Ahnung hätte von dem, was ich hier tue. Das wäre schon der Knaller. So, der hört Telefone ab, das passt. Das Ding ist an kein Türkontrollsystem angeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja blöd. Ein Türkontrollsystem finden wir wo? So, Strom haben wir dort auch. Muss noch gebaut werden, dann können wir damit die Tür hier steuern. Dann haben wir das hier auch ein bisschen sicherer. Dann ist die Tür nämlich immer zu und der kann die aufmachen oder aufschalten. Dann kann hier auch keiner einfach so rausrennen, ohne dass er darf. So, was haben wir sonst noch Schönes? Hier oben wird wieder mal geduscht. Oh, wo schleppt denn der das Ding her? Ach, hier aus dem Lager oder was? Darf man vielleicht auch mal einen Fußweg machen, da hoch zum Lager? Dass die da nicht immer so entlanglaufen müssen. Die armen Bauarbeiter. Ja, super. So, legen wir denen mal einen Weg, dass die schneller da runter und hochkommen. Ja, haben die Zäune schon gebaut? Was ist denn hier los? Unsere Bauarbeiter machen mal was. Die arbeiten mal was. Ein Wunder, ein Wunder. Und Autosave. Ich krieg da immer Angst. Ich denke immer, es wäre ein Leck, aber es ist ein Autosave.
So, die Tür machen wir demontieren, dann ist die weg. Dann haben wir noch ein bisschen Verschönerungsarbeit zu leisten. Können wir da oben neue Gefängniszellen reinbauen, so neue Gefängnistrakts. Muss ich mir überlegen, ob ich die schräg baue und dann in der Mitte so einen Weg mache, der hier drauf führt. Oder ob ich die auch länglich baue. Das ist noch die große Frage aller Fragen. So. Ja, immer diese einzelnen Fähnchen. Fehlalarme ohne Ende. So, macht ihr den Weg mal fertig, Jungs, oder nicht? Oh, die 10 Gefangenen sind da. Dann sind wir wieder durch mit Gefangenen. Da kommen 10 schwere Jungs. Da bin ich mal gespannt, wie lang das gut geht. Hier vorne wird geduscht. Einfach mal beobachten, macht manchmal auch Spaß. Also ich bin heute so ein bisschen, ja, müde oder so. Nee, ich weiß auch nicht. Komischer Tag heute. Und himmelhoch jaucht ein bisschen tode betrübt. Haben wir heute alles drin gehabt. So, aber jetzt gibt es erstmal hier, wie gesagt, für die neuen Zellen neue Insassen. Die kommen jetzt. Da oben, das dürfte alles in Ordnung sein. Hier unten dürfte alles in Ordnung sein. Alles bestens. 10 neue, schwere, harte Jungs. Und dann sollten wir vielleicht gleich mal auf den Schmuggeln-Bildschirm gehen und sollten vielleicht gleich mal gucken, ob wir da Informanten haben oder Informationen haben zu Leuten, die hier eingeliefert werden. Kann ja sein, dass da schon einer dabei ist, wo wir sagen, oh. Oh. Chef Noob Seppel. Der rennt hier rum und ist Verräter und lebt noch. Beschützend. Aber sowas von. Holt den bitte da weg. Wir wollen ja nicht, dass der ehemalige Gesetzeshüter läuft hier rum. Alter Schwede, die Matt Brett. Die leben gefährlich, die Jungs. So, ehemalige Gesetzeshüter und so weiter, sortieren wir alles aus. Ja, der ist ziemlich gefährdet, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, den haschen wir jetzt nochmal aus. Da ist der Verdachtsstrich, der ist schon ziemlich weit oben. Den können wir auch nochmal aushorchen. Schwierig. Was machen wir eigentlich mit dem schweren Jungen hier? Na, das ist ein richtig schwerer Junge. Also so ein richtig hardcore schwerer Junge. Wenn der wegen Verrats dran ist, dann gute Nacht. Die bringen die beide da rein, das ist aber gefährlich. Wenn die sich da sehen, dass beide sich sehen als Verräter, dann wird's gefährlich. Oh, da haben wir einen Verräter, auf den ist... Kopfgeld ausgesetzt. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hingehen und wollte sagen, so, zack. Beschützend. Der muss da raus, sonst ist er tot. Ehemaliger... Ah, gar nicht mal so verkehrt, da ab und zu mal reinzugucken. Dann sieht man, wen sie umlegen wollen. Das sind meistens die Verräter, die sie umlegen wollen. Ja, Feuerzeuge, Spritzen, alles nichts so Wildes. Wild sind so Sachen.
Rasierklingen und Zeug. Ehemalig, noch ein ehemaliger Gesetzeshüter. Also der Zellentrakt für zu schützen, der wird jetzt voll, glaube ich. 3 Stück haben wir da gerade rausgefiltert. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Die wollen sie alle umbringen. Alles ehemalige Gesetzeshüter und Verräter und Krams und drum und dran. Wie viel Platz haben wir denn für die? 24 Zellen hätten wir frei. 11 Leute haben wir drin. So, dann geben wir die wieder frei. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ob sie unsere Informanten irgendwann abstechen. So wirklich was passiert ist ja nicht. So, das ist ein legendärer. Hallo? So, da will ich hin. Der ist legendär. Sam, the Ripper, the Lone. Der ist legendär. Alter Schwede, extrem stark. Furchtlos, extrem schnell. Ja. Dich, Kollege, packen wir in permanente Abriegelung. Du darfst nicht mit anderen zusammen sein. Geh in deine Zelle und komm nicht wieder raus. Legendär ist extrem gefährlich. So, ich würde sagen, das war genug Informationsbildschirm. Wir gucken mal, was unsere Handwerksbetriebe machen. Die machen ganz viel Holz. Das ist gut. Und wir exportieren wie die Wilden. Wir machen Kohle ohne Ende. Das ist unglaublich, was dieser Knast an Geld verdient. Da könnte man eigentlich mal hingehen und könnte hier noch so ein bisschen Betonplatten und Krams daraus bauen. So. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Gras hin. Ja. Dann machen wir hier noch ein bisschen Gras hin. So mal so 2er Spalt. Dann können wir uns mal überlegen, was wir mit dem Rest machen. Kriegen wir auch schon irgendwas für. Da bauen wir noch irgendwas. Irgendwas Sinnvolles. Wow! Da haben sie bei einem ein bisschen was gefunden, würde ich mal sagen. Der hat nichts zu lachen. Da werden Scheren aussortiert. Da wird alles, also mittlerweile haben wir einen ziemlich sicheren Knast, würde ich mal behaupten. Also die finden ziemlich viel Zeug jetzt. Und machen den Gefangenen das Leben schon ein bisschen schwerer. Wobei sind die coolen Zeiten, wo man alles reinschmuggeln konnte, was man reinschmuggeln wollte, ne? So, der hier, der will eventuell entlassen werden. Wie stehen denn seine Chancen nach 2 Jahren? Ich glaube, die steht schlecht, die Rückfallrate. Dangerous driving and driving under influence. Hm. Das ist nicht das Gleiche. Eigentlich muss man sagen, die härtere Strafe zählt, ne? Wenn der Drogen nimmt und dann gefährlich fährt, ja mein Gott, dann ist er vermutlich wegen den Drogen gefährlich gefahren. Dann nimmt man den Führerschein ab und gut ist. Ich bin ja ein ziemlich rigoroser Verfechter, gebe ich ja offen zu. Bin ja für 0,0 am Steuer. Allerdings wirklich nur Alkohol, ja? Man darf das nicht jetzt verwechseln. Es gibt Medikamente, da nimmt einer ein Medikament und dann hat er irgendwie 0,3. Ist aber eigentlich noch in der Lage zu fahren und alles drum und dran. Das ist nur durch das Medikament, kommt das halt im Blut. Also wird angezeigt, dass er 0,03 hätte oder so. Oder 0,3 hätte oder so irgendwas.
Also da habe ich jetzt, da hätte ich jetzt nichts dagegen. Da würde ich sagen, okay, der hat sich ja nicht besoffen oder hat ja nichts getrunken an Alkohol. Der muss das Medikament ja nehmen. Das Problem ist halt, wenn der einen Unfall baut, weil er eben mit 0,3, das ist natürlich auch wieder, da muss man sich nur halt auch... Ach, ist alles so kompliziert, was ein Glück bin. Ich weder Politiker noch Richter, muss über so einen Kram nicht entscheiden. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich habe mich gerade entschieden. Wir machen hier einen Weg. Und hier oben auch noch einen. Und dann gehen wir hier rein bei Personal. Nee. Bei Stationierung. Nehmen Hunde. Wufti, wufti. Lassen ihn hier oben der Länge nach patrouillieren. Und packen da so mal zwei Hundis drauf. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Ob uns das Ganze hilft. Dass wir da Jungs finden, bevor sie abhauen. Könnte ja sein. Also irgendwie läuft es bei uns gerade, habe ich so einen Eindruck. 335.000. Ich muss mir mal was einfallen lassen. Hier hinten haben wir noch nichts. Noch ein Workshop? Nee. Was könnte man noch bauen, was sinnvoll ist? Oder lassen wir uns den Platz offen, um zu gucken, was in der Alpha 33 kommt. Vielleicht kommen neue Räume. Weiß ja nicht. Oh, wir haben hier noch nicht verbunden. Dieser Monitor wird verbunden damit, mit dem Service-Dingens. Jetzt funktioniert's. Oh, wir haben hier wieder einen gefunden, der hat wieder Werkzeug. Interessant. Es läuft. Es ist unglaublich. Es läuft schon fast zu gut. Ich krieg Angst. Weil es zu gut läuft. 2000 Exporte. Ja, dann können wir hier Zellen bauen. Also entweder baue ich die schräg. Crazy. Ja, also entweder baue ich die, wie gesagt, so schräg, dass die alle hier auf diesen Mittelgang kommen und hier runterlaufen können, um dann hier zu essen. Oder wir bauen es länglich, so wie auch hier unten, und wir machen auch so ein Versorgungsding hier oben rein, außer eben die Wäscherei. Das heißt, da oben noch einen Hof hin. Also wenn wir es clever angehen, machen wir den Ausgang nach oben raus. Da müssen die praktisch, wenn sie essen gehen wollen, oben raus. Und dann hier praktisch irgendwo eine Kantine hin, dann kehren die alle dort ein zur Kantine. Dann gehen die nicht mehr hier runter. Und das wird dann auch automatisch zugeordnet und wir können es auch über die Logistik steuern, wo die da essen sollen. Dann können wir da unten die von da oben denen trennen, zumindest was das Essen angeht. Das wäre noch eine Überlegung. Dann kriegen die vielleicht noch einen eigenen Hof. Kriegen die dann noch einen eigenen Hof? Ich weiß es nicht. Sind die richtig voneinander getrennt? Das, obwohl es Kollegen sind, sozusagen. Könnten da vielleicht noch ein paar Hindernisse einbauen. Wenn wir hier zum Beispiel noch einen Zaun ziehen. Und dann hier noch ein Tor reinmachen. Das könnte vielleicht auch noch eine Idee sein. Das Tor kann ja aufstehen, dass die untereinander sich besuchen können und dass auch die von da oben raus können. Wo ist hier die bewaffnete Wache? Da. So, da sind die ganzen Bauarbeiter, eine Taschenlampe neben der anderen. Brum, 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 brum. Ist das cool, man. So, Tür immer auf. Passt.
Haben wir ja keinen Stress mit. Ja, können wir das nächste Mal schön Gefängniszellen bauen und uns erweitern. Was finden die denn da unten die ganze Zeit? Da ist kein Tunnel. Definitiv nicht. Dann hätten die, die hier rumlatschen, schon lang was gefunden. Apropos, die hier rumlatschen. Läuft da überhaupt einer? Da läuft einer. Können wir auch noch einen zweiten drauf schicken. So, irgendwo haben wir gesagt, fehlt noch Wache. Oh, da fehlt noch Wache. Haben wir noch irgendwo was, wo was fehlt? Da haben wir, da haben wir. Sollte an sich passen. Falls ich irgendwo was übersehen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin raus. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, Nick frei zockt, Prison-Architekt in der Alpha 31, dann bauen wir da oben noch ganz, ganz viele Zellen für normale Gefangene. Und werden unseren Gefangenenbestand noch etwas aufstocken. Ich meine, wir haben ja normalerweise so viele freie Zellen, dass wir da Gefangene reinholen könnten ohne Ende. Aber die Zellen, die sind eben in den Bereichen, wo wir Leute untergebracht haben, die eben zu schützen sind. Oder die eben zu isolieren sind. Und deshalb können wir die nicht alle nutzen. Haben wir allerdings 500 Zellen, gibt es 20.000 extra. Und die Kohle, die hätte ich natürlich ganz gerne. Obwohl wir eigentlich so viel Geld haben, dass ich gar nicht weiß, was ich damit alles machen soll. Das würde ich gerne mal im echten Leben sagen. Hört sich cool an. Aber nichtsdestotrotz, ich bin erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, Nick frei zockt Prison-Architekt in der Alpha 31. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.